Hey Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und wie ihr schon sehen könnt, wir sind im Alpha Client. Und zwar nicht im normalen Alpha Client, sondern im PBE Alpha Client. Wo genau der Unterschied ist, weiß ich nicht. Das hat aber damit zu tun, dass mein normaler Alpha Client noch nicht freigeschaltet wurde. Was eigentlich so sein sollte wegen dem PBE Account. Und wir wollten uns heute mal die Runen anschauen. So sieht das dann aus. Und hier kann man jetzt sehen, mein Runeninventar ist leer. Und man sieht ja, es sieht komplett anders aus. Ich weiß jetzt noch nicht. Ja, keine Ahnung. Wir machen es einfach mal. Shop. Runen. Okay, da sieht man jetzt schon. Das sieht ein bisschen anders aus. Und wir machen jetzt einfach mal was für die Midlane. Das heißt, wie Klasse 3. Alle machen wir mal. Fähigkeitsstärke. Da ist ja das Blaue am stärksten. Und unterschiedliche Essenzen. Oha, das wird teuer. Ja, wir können immer noch 9 kaufen wie früher. Ich sag mal so, wir haben mehr genug EP. Hier 800.000. Nee, 950.000, das sollte kein Problem sein. So, Fähigkeitsstärke, dann holen wir uns Magiedurchdringung ist ja bei 08, Essenz. Ach, bei den gelben gibt es das nicht mehr, okay. Ist ja bei dem roten am stärksten. Wenn es auch nur ein kleiner Unterschied ist zu den blauen. Aber bei den blauen haben wir schon die Fähigkeitsstärke. So, und jetzt für das Gelbe machen wir mal ein bisschen Leben, damit man auf der Lane ein bisschen besser klarkommt. Hier noch eine Leertaste, damit man das ein bisschen mehr filtert, damit Lebensregeneration rausgeht und so. So, hier 1,3 Leben pro Stufe. Das ist im Vergleich zu den anderen natürlich ziemlich krass. Also ist nicht so nah wie bei der Magiedurchdringung. Gehen wir einfach mal 9 mal auch auf das und dann natürlich wo ich mir mal Abklingzeit bei den Essenzen minus 5% auf Stufe 18, das heißt minus 15%. Ja, holen wir uns mal das hier, dass man im Later stärker ist. So, erworben. Das heißt, wir gehen jetzt auf Sammlungen. Was mir auch übrigens aufgefallen ist, hier gibt es jetzt so ein, von eSports so ein einzelnes, ja, so ein Button und nicht mehr an der Seite sowas. Ist auch ganz nice. Runen. Und dann, genau, kann man die wieder reinziehen und halt mit Rechtsklick, wie auch schon vorher. Die fügen sich dann auch automatisch da rein, das heißt, die könnte ich jetzt nicht hinzufügen. Weil das hier für die blauen ist und die sind halt die gelben. Also so wie früher, nur halt anders angeordnet. So. Da sehen wir jetzt auch die Werte. Natürlich muss man sich ein bisschen auskennen. Hier das zum Beispiel sieht irgendwie Leben auf Stufe 18. Das sieht irgendwie für mich aus wie Regeneration. Wegen diesen Balken. Aber das hat halt mit Level 18 zu tun. Diese kleinen Balken da. Sieht irgendwie aus wie so eine LAN-Verbindung. Magiedurchdringung. Okay, ja, also ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig auf jeden Fall. Klicke hier, um diese Runenseite zu leeren. Wollen wir nicht. Dann kann man hier natürlich noch nach Klassen sortieren. Machen wir aber nicht, da wir nur Klasse 3 haben. So, die heißt jetzt Replay GG. Das hatte damit zu tun, weil ich das mal bei Replay GG anmelden wollte. Aber das hat dann doch nicht so wirklich funktioniert. So, jetzt das gespeichert. Ah, ne, nochmal auf Speichern drücken. So, jetzt das mit dem Namen auch gespeichert. Das war's eigentlich von den Runen. Also, ich finde das Design auf jeden Fall nicht schlecht. Hat aber meiner Meinung nach, also passt zum neuen Client, hat aber meiner Meinung nach fast gar nichts mehr mit Runen zu tun. Also, bei Runen denke ich so an so, ja, an so Schriftzeichen, die man auf Pergament oder so fertigt oder halt so kleine Steine mit so Schriftzeichen drauf, und das hier hat jetzt ehrlich gesagt nicht mehr wirklich viel damit zu tun. Es sieht mehr aus wie bei Tron oder so.
Thank you.